Ja, du bist ein Level up. Ah, hier gibt es gleich wieder Fresschen. Ah, guck mal. Jetzt hat sich die Zeit nämlich reduziert und jetzt komme ich über diesen scheiß Streifen noch endlich rüber. Und ja, auch mal Zeit hier. Scheiß. Im Übrigen ist diese Cola hier ziemlich geil, weil man dann, wenn man jemanden zum Beispiel weggeschickt hat ins Ödland und will den, oh geil, und will den zurückholen, dann geht das mit so einer Cola teilweise schneller. Oh geil, bring ein Baby zur Welt. Aber hier ist dann noch einer am Rumschwangern, oder? Zwei. Das wird aber noch dauern. Aber gut. Na endlich. So, warte mal, was haben wir da jetzt hier? Sammle 1000 Kronkorken im Ödland. Da sind die ja jetzt gerade schon dran. Verkaufe eine Waffe oder Outfit? Habe ich nicht. Aber kommt sicherlich bald. Bring ein Baby zur Welt, kommt auch bald. Da. Ach, guck mal da. Ein Level Up. So, wie lange seid ihr jetzt noch Kinder? Zeig mal her. Noch 2 Stunden 41 Minuten. Ja, die Kinder sind aber schon verletzt. Ja, aber wahrscheinlich, weil nicht genug Essen da ist. Nein, Quatsch, ey. Also von mir ist das Quatsch, dass ich nicht für meinen Vault ordentlich sorgen kann. Jetzt warten wir mal ab, was passiert, wenn die Nahrung da unten fertig ist. Ob ich das da oben halten kann, ob ich ein ganzes Stück weiter vorrutsche hinter diesen Balken, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Also wenn ich hier mal sehe, wie viel Platz hier nach unten noch ist, na, dann ist mir schon klar, was, zerstöre Felsen und dein Vault noch tiefer. Ja, ja, ich kann die anklicken und dann zerstören. Geil. Aber da sieht man auf jeden Fall, ah, hör auf. Da sieht man auf jeden Fall, hier ist noch eine Menge Platz. Eine ganze Menge. Und ich habe, ja okay, ich kann 92 Bewohner haben. Es wäre vielleicht auch mal sinnvoll, hier nochmal anzubauen. Aber ich möchte das Geld gerade, glaube ich, lieber sparen. Weil ich Angst habe, dass mir hier einer auf dem Weg ein bisschen verreckt. Und ich den wiederbeleben muss. Gerade einer wie er hier oder so. Die sind momentan schließlich die einzigen zwei Leute mit Waffen. Und dementsprechend wäre das klüger, die hier zu haben. Und ich glaube, einen kann ich damit schon wiederbeleben. Dann sollte ich vielleicht, ja, ich mache das folgendermaßen. Ich hole den hier zurück. So, zurück zum Vault in 7 Minuten. Ich werde die Flasche jetzt nicht aufbrauchen. Die hebe ich lieber auf für andere Dinge, für wichtigere Dinge. Und den anderen, den lasse ich laufen. Und bin dann mal gespannt, wenn ich den in Ruhe lasse, wie weit der kommt und was der findet. Ein bisschen Glück findet der noch Waffen. Ein paar. Denn die brauche ich ja. So, mal gucken. Ja, jetzt dürfte ich es unter Kontrolle haben. Ich glaube, der rutscht jetzt höchstens noch einmal unter diesen Strich. Und dann müsste das laufen. Strom wird allerdings langsam kritisch. Also in Strom muss ich in nächster Zeit definitiv nochmal investieren. Okay. Ja. Der Anfang ist immer so ein bisschen lahm, weil man immer warten muss, bis irgendwer aufsteigt oder bis man Geld hat oder so. Ich habe auch nichts zu verkaufen. Ich könnte hier so Schrott verkaufen, aber was kriegt man dafür? 50,
50. 2. Ja. Ich hätte jetzt auch gerne mal irgendwelche Aufgaben, die ich jetzt gerade auch erfüllen kann, aber. Bäh.